Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum CMC Börsenbuffet. Ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet, der Germany 30 hier. 70 Punkte im Plus auf Stundenbasis hier, aber lediglich bisher eine Seitwärtsbewegung. Wir sind jetzt an der 747, dem Hoch von gestern Abend, angelangt, konnten das nicht überschreiten. 8,23 im Tageschart ist ein Widerstand, 1,42 der Punkt 1, solange wir drüber sind, ist der 1-2-3 Boden intakt. Aktuell sind wir in der Mitte der vorbörslichen Spanne. Auch im SPX hier mehr oder weniger eine Seitwärtsspanne. Ein Minutenchart, 1, 2, 3, top. Bitcoin wieder über 9.000 US-Dollar. Hier ist so eine gewisse Stabilisierung zu sehen über der 1,61er. Dieser 1,61er kommt aus dem Stundenchart 1, 2, 3 über 5, 7, 14. 2,61er nach oben 10, 4, 89. Fällt zusammen mit dem Punkt 1 aus dem 1, 2, 3 Top aus dem Wochenchart 10, 5, 50. Wer grundsätzlich Fragen hat zu den 1-2-3-Mustern, dem sei die Lektüre der beiden Links, die ich jetzt reinstelle, in den YouTube-Chat empfohlen. In vielem gehe ich recht schnell drüber, will da aber niemanden außen vor lassen oder ausgrenzen. Aber ihr müsst, glaube ich, ein bisschen Vorarbeit betreiben, um das zu verstehen, was ich hier so an Marken nenne und wie ich da drauf komme, was die Hintergründe sind. Damit dann noch schönen guten Morgen an den Klaus, Bruno, Antigott, Manuel, Anna, Wilfried, Alexander, Rainer, Udo, Annie, Lee, Ignatius, Inliner. Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Wilhelm Weber schreibt, vielen Dank für die Links, wollte gerade nachfragen. Philipp, grüß dich. Alex, hi. Jo, sehen wir hier ein Breakout beim Bitcoin über 9068. Albi, Miha, Lothar, schönen guten Morgen. Das kann man beobachten beim Bitcoin, was hier den Ölpreis angeht. Da haben wir die 100er-Extension aus dem 1-2-3-Tief erreicht. Das sieht man hier oben. Punkt genau, dran gelaufen und jetzt eine Stufe tiefer an der 61er. Good News ist dabei, das ist der Dezember 2020 Forward CFD, den man ohne Haltekosten handeln kann, der auch die Basis ist vom BTI Cash CFD. Der hat das Top hier rausgeräumt. Wir hatten einen 1, 2, 3 Top gestern mit dem Anstieg. Sind wir darüber angestiegen, also fester Ölpreis, ganz Nachrichten rund um Lockerung der Lockdown-Maßnahmen ermöglichen auch dem Ölpreis anzusteigen. Also diese rote Extension, das kann man rausnehmen. Man muss jetzt hier aufpassen, ne, dass hier kein neues Top entsteht, neuralgischer Punkt. Ist hier die 31,15, ein Stundenschlusskurs darunter könnte ein 1, 2, 3 Top entstehen lassen, also darauf achten. Gold ein wenig hier gefangen im Stundenchart, immer noch zwischen 16,92
Bodenbildungsmarke auf der Unterseite und Top-Bildungsmarke auf der Oberseite 1725. Da geht es hin und her. Eine Entscheidung ist hier in diesem Tauziehen noch nicht gefallen. Anna fragt nach SAP. S&P zunächst mal, bevor ich zu SAP komme, setzt seine Abwärtsbewegung fort. 100er ist erreicht, 100er Extension aus dem 1, 2, 3 Top. So, SAP, welche Zeitspanne, welcher Intervall, welchen soll ich mir da anschauen? Gleiche Frage, Frank, Wirecard, welcher Zeitraum, welcher Intervall? Shell mit einem Rücksetzer, jetzt im Stundenchart 1,7% im Minus, erreicht die 100er Extension aus einem Boden vom März. 13.06.85, nachdem wir gestern die 4.23er Extension aus dem Wochenchart getestet haben. 13.67, seht ihr die 4.23er gestern, da ging es nicht weiter. Udo schreibt, Wirecard sitzt auf einem interessanten Unterstützung. Bei Wirecard 0, ja, unverändert aktuell. Also Wirecard haben wir hier im 4-Stunden-Chart. Einen Aufwärtsimpuls, ein 1, 2, 3, können das nicht reaktivieren, 94, 66 konnten wir nicht drüber. Also ist das bis jetzt als bärischer Druckaufbau gegen das 1, 2, 3 tief zu verstehen, was hier läuft. Wir sind hier nach oben gelaufen in der Hoffnung, Bilanzprüfung fällt endlich im Sinne eines Freispruchs für Wirecard aus. Nun rutschen wir unter 94,66. Darunter bleibend droht die Auflösung, der Bruch dieses Bodens. Also darunter sind Warnzeichen technisch gesetzt, aber solange wir über 79,71 bleiben, ist der Boden technisch intakt, aber eben nicht aktiviert. Man sieht dann eben hier auch, dass auch im 1-Minuten-Chart, wenn man jetzt, ich bin ja jetzt im 4-Stunden-Chart gewesen, habe den Punkt 1 aus dem Boden sondiert, bei 94,66 liegend. Dort kann man dann im 1-Minuten-Chart auch für die, die Intraday traden, sich dann einen Markt anschauen. Da haben wir auch ein 1, 2, 3. Jetzt ist bei Wirecard die Sondersituation, da wir über unsere Broker kein Hedging bei Wirecard machen können, da wir hier keine ausleihfähigen Aktien haben für Wirecard, können wir auch Wirecard nicht zum Leerverkauf anbieten. Das findet man immer transparent in der Produktübersicht. Wenn hier steht Short nicht möglich, dann ist es leider im Fall von Wirecard der Fall. Aber dennoch hier der Hinweis, dass man hier sieht, dass sich ein 1, 2, 3 dann eben am Widerstand bildet. 1, 2, 3, einmal, zweimal getestet und dann wird es verkauft. Also man kann hier eine Kombination machen aus dem 1, 2, 3 im 4-Stunden-Chart und den neuralgischen Punkten daraus. Auch Fibonacci-Extensionen sind Intraday-Widerstände und Intraday-Unterstützungen. Das ist zwar nicht immer punktgenau, aber man kann eben, wenn man weiß, aha, Wirecard handelt jetzt an einem neuralgischen Punkt,
auf eine kleinere Zeitebene gehen und dort das gleiche Methode anschauen, also ein 1, 2, 3 Tief, das zum Beispiel hier in einem Support entsteht, dann abwarten und dann hat man den Kontext, wo man Ableitungen treffen kann, wo es möglicherweise als nächstes hingehen könnte. Das ist natürlich dann alles keine Garantie, wie Charttechnik niemals ist, aber sei es drum. 4-Stunden-Chart vom SAP. Wie sieht es da aus? Zunächst einmal haben wir bei SAP Boden 1, 2, 3 ausgebildet. 92,58 drüber sind wir gegangen und jetzt ist die 61,8er. Passt das hier? Warte mal. Ich glaube, so ergibt das eher einen Sinn. Man muss immer ein bisschen gucken, wie verhält sich der Kurs relativ an diesen Marken. Ja? Also worauf achtet der Markt? Sicherlich könnte der Impuls schon bei 92,58 zu Ende sein, aber hier sieht man eben, dass der Punkt 1 hier sauber da bestätigt wurde in der 95,15. So scheint das eher hier der gesamte Impuls hier eine Rolle zu spielen. 1, 2, 3, zweimal getestet der Boden und jetzt ist die 108,17 im heutigen Tag, die 100er Extension, ein möglicher Widerstand. Da kann man dann auch wieder gucken im 1-Minuten-Chart, was sich da so ereignet. Aufpassen im 1-Minuten-Chart, die erste Kerze des Tages verbindet immer den Schlusskurs vom Vortag mit dem Eröffnungskurs des neuen Tages, auch wenn dazwischen kein Handel stattfand. Also das muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Im 2-Minuten-Chart hat man das nicht. Also ein bisschen eine Eigenheit von NextGen. Jedenfalls kann man hier jetzt dann schauen, das Gesamte hier, der gesamte Bereich hier ist eine 1. Hier ist jetzt eine 2 und die Frage ist, kommt eine 3? Ja, dann hätten wir quasi diesen Lauf an die 100er Extension bärisch abgeschlossen. Das ist für den Moment nicht der Fall, aber so kann man sich dann eben orientieren und konnte das auch tun. Hier bei den letzten Malen, als wir da drauf gegangen sind, gut, dann sind wir da mit einem Gap Down am nächsten Tag bärisch eröffnet, also Gap Down unter die 100er. Und jetzt das ganze Kursgeschehen hier ist nochmal ein Rücklauf mit Gap Close an diesen Bruch, diese Unterstützung. Und jetzt kommt hier eben die Info rein, wird das bärisch getestet oder nicht. Für den Moment wird es einfach nur getestet. Es ist weder bärisch noch bullisch noch sonst was. Wir testen einfach gerade. Und jetzt kann man eben gucken im 2-Minuten-Chart oder von mir aus auch 1-Minuten-Chart, das ist jedenfalls ein Abwärtsimpuls. Es ist wieder ein Gap-Down entstanden, also eine Abwärtskurslücke. Das ist ein Impuls. Das ist jetzt die Gegenbewegung. Bisher zeigt SAP ein Unvermögen, ein höheres Hoch auszubilden. Und jetzt kann man warten hier auf ein tieferes Tief, 107,57. Wer keine Lust hat, keine Zeit hat, das zu beobachten, der kann sich einen Preisalarm einstellen auf 107,60 zum Beispiel. Kann ich jetzt auch mal machen, 107,60 und ja, dann kann man SAP auch zumachen, weil erst ab bei 107,60 wird es interessant, SAP wieder anzuschauen. So, gleiches Spiel, Royal Dutch Shell auf Support im 4-Stunden-Chart, im 1-Minuten-Chart, eine 1, 2 und die Frage kommt eine 3. Das wäre der bullische Testvariante von der 100er Extension im 4-Stunden-Chart, wenn wir jetzt hier über die 1 drüber gehen würden. Ja, und so kann man Zeitebenen kombinieren. Also schon ruhig im 4-Stunden-Chart anfangen, von mir aus auch Tageschart. Und dann, wenn der Markt an solchen neuralgischen Punkten ist, kann man eben umschalten in die kleinere Zeitebene. Dort dann schauen, kann ich hier Intraday-Signale ableiten, die mir weiterhelfen. Natürlich kann ich, je nachdem, wie ich handle, auch so einen Kontext hier ableiten und sagen, ich mache einen Preisalarm bei 11,27 oder 11,28 oder 11,30 von mir aus, weil ich
nur diesen Bereich 1 interessant finde als Swing Trader oder Positionstrader. Ja. Inliner schreibt, dass Preisalarme nicht mehr auf dem Handy angezeigt werden. Das ist bei mir, funktioniert das. Ich habe auch ein iPhone. Da bitte in den Einstellungen schauen, dass man das richtig eingestellt hat. Ansonsten sollte das nicht funktionieren, bitte wende dich da an die Kollegen im Support-Chat auf cmcmarkets.de oder per Telefon oder per kundenservice@cmcmarkets.de. SPX gerade. Also der US-SPX 500 hier oben rechts zu sehen, hat gerade den Punkt 1 getestet, das Top bestätigt. Germany 30 in der Mitte der vorbörslichen Spanne, da ist nicht viel Neues passiert bisher. SPX arbeitet sich wieder über den Punkt 1. Da ist jetzt der Rücklauf auf diesen Punkt 1 von oben interessant. Kann der gehalten werden? Könnte das ein Hinweis sein, dass hier ein bullischer Druckaufbau stattfindet und das Top herausgefordert wird?
Im 5-Minuten-Chart ist jetzt WTI Dezember 2020 Forward CFD bei WTI an der 61er-Extension aus der größeren Zeitebene. Und da haben wir einen Impuls, also eine 1, eine 2 und bisher hat es nicht geklappt, hier das 1, 2, 3 tief abzuschließen. Damit ist dieser Test bisher einfach nur ein Test, er ist neutral bisher, aber ausbaufähig zu einem bullischen Test. Ob das einer wird, hängt davon ab, ob hier der Preis nachhaltig über 31,59 drüber kommt, was bisher nicht gelang. SPX hat es nicht geschafft, drüber zu gehen. Das Top muss bisher noch als bestätigt weiterhin angesehen werden.
Öl nähert sich der 31,59. Ich habe mal hier so einen Titel erstellt, damit man hier auch sieht, um was es hier eigentlich geht. Dass man das hier auch ein bisschen besser sehen kann. Ich weiß nicht, ob das hier nützlich ist. Schreibt mir das mal in den Chat, wenn ihr möchtet. Ja, und der SPX hier hängt jetzt ein bisschen fest, hat das Top bestätigt, war also eine 1, 2, 3, den Punkt 2 nochmal getestet. Ja, Punkt 2 ist ja hier auf der Höhe. Ist er nicht weitergekommen, hat dann hier auch nochmal den Punkt, das tiefere Punkt 1 getestet, hat also doppelt jetzt hier den Boden, das Top bestätigt. Und Öl kommt hier oben an dem Ausbruchspunkt nicht weiter für den Moment. Germany 30 immer noch innerhalb der vorbörslichen Spanne unterwegs. Petra. Chart WTI ist jetzt auch im Chartforum. Die Idee mit den Titeln kam von einem Leserbrief. Vielen Dank für, ich will jetzt keine Namen nennen, für denjenigen, der geschrieben hat. Vielen Dank dafür. Ich werde da auch antworten, natürlich auf den Brief, aber jetzt schon mal hier die Veränderung. Also danke für das Feedback an den lieben Zuschauer, der mir hier geschrieben hat und das vorgeschlagen hat mit den Titeln und den Beschriftungen. Gute Idee. Also, der Lob gilt nicht mir, sondern ich habe es hier nur umgesetzt. Aber ich finde es auch gut. Ich habe es jetzt auch gerade angeschaut im Livestream-Bild. Das ist eine nützliche Geschichte. So, 100er ist erreicht. Nächst tiefere wäre die 161, 282. Ja, Shell hat es nicht geschafft, über das 123 zu gehen. Dankeschön für das Feedback. Ich glaube, das findet jeder sinnvoll. Wenn ich jetzt halt schnell hin und her schalte, mal kurz eine andere Aktie anschaue, dann würde ich den Aktientitel mal ausblenden, weil sonst muss ich immer manuell quasi
den Titel nochmal verändern, aber das wird sich dann schon einspielen, wenn wir dann sowas jetzt beobachten wie SAP, ob die in Richtung 107,58 gehen und damit diesen 108, also den 100er, den Widerstand dann bärisch abschließen mit einem 1, 2, 3 Top und wir das beobachten, dann macht es Sinn, hier diese Titel zu haben, so als quasi als Wasserzeichen über jedem Chart. Finde ich auch eine coole Idee. Hui, da ist der Preisalarm. Ich glaube, ihr habt es jetzt auch gehört. Wir hätten es nicht beobachten können. Es hätte jetzt gereicht, einfach den Preisalarm jetzt anzuschauen. Wäre genug gewesen. Und jetzt wieder SAP zu beobachten, ob die den Punkt 1 aus dem 1, 2, 3 Top, das sich hier entstehen könnte. Ich bin hier im 2-Minuten-Chart. Wenn wir die 107,58 aufgeben, hätten wir da ein 1, 2, 3 Top, wo wir dann auch wieder mit dem Fibonacci-Extensionswerkzeug arbeiten können, um dann mögliche Extensionen feststellen zu können, wohin die Reise möglicherweise gehen könnte. So, 40 Punkte hat der Germany 30 abgegeben, ist jetzt an der vorbörslichen, am vorbörslichen Tief. Das ist ein möglicher Support. Gleichzeitig ist der SPX hier, hat die 1,61er gehalten aus dem Top, das sich heute Morgen so um 8:45 gebildet hat, bis 9 ungefähr. Öl schafft es nicht, über 31,59 zu gehen. WTI, Dezember 2020, Forward CFD. Könnte mit einem Anstieg über 31,59 ein 1, 2, 3 Tief ausbilden und damit den Test der 61,8 absolvieren. SAP unter 107,58. Jetzt ein aktives 1, 2, 3 Top, damit der Test der 100er Extension aus dem 4-Stunden-Chart für den Moment bärisch abgeschlossen. Ja, ich war ja bei SAP. Hier im 4-Stunden-Chart 1, 2, 3 vom März, 1, 2, 3 tief. Und daraus die 100er-Extension haben wir per Gap gebrochen nach unten und haben jetzt einen Rücklauf. Und mich interessiert, was im Markt jetzt gehandelt wird, wie dieser Rücklauf abläuft. Ja? Läuft der bärisch ab oder bullisch, solange wir jetzt unter 107,58 bleiben, haben wir hier einen Top. Und damit technisch betrachtet einen bärischen Abschluss dieses Tests der 100er Extension.
So, jetzt können wir im Germany 30 auch wieder Signallinie uns anschauen. Die wird gerade unterschritten. Eine Signallinie ist immer, ich gucke mir die erste 1-Minuten-Kerze an, die das vorbörsliche Tief unterschreitet und ziehe dann eine Linie ein. Die ist jetzt bei 10,670, habe ich die eingezogen. Und diese 10,670 ist die Signallinie, die nochmal per Minutenschlusskurs unterschritten werden sollte, um dann einen nachhaltigen Ausbruch zu haben. Weil wenn man im 1-Minuten-Chart ist, dann hat man sehr viel Rauschen, sehr viele so, kann sein Signale, also lieber mit doppelter Bestätigung arbeiten. Deswegen diese Geschichte mit der Signallinie. Wenn wir die jetzt auch unterschreiten, dann wäre das ein Signal, dass wir eben nachhaltig hier die vorbörsliche Spanne verlassen und damit schlägt der Trendfilter in Richtung technisches Signal für Abwärtsbewegungen aus. SPX geht weiter nach unten in Richtung, bricht die 1,61er. Die 261er könnte jetzt das nächste Ziel sein, möglicherweise. Und die liegt bei 2,878. Es hätte geholfen, wenn der Ölpreis nach oben ausgebrochen wäre, aber ist er nicht. Und ja, schwache Ticks im Ölpreis beeinflussen auch die Vorbörse an der Wall Street. Weil Ölaktien natürlich in den USA, die der größte Ölproduzent der Welt sind mittlerweile, weiß man mittlerweile nicht mehr so recht, was ist eigentlich stärker, der Effekt aus dem sinkenden Ölpreis auf die frei verfügbaren Einkommen, dass die Leute also mehr konsumieren können. 70% der US-Wirtschaft bestehen ja aus Konsum. Oder ist es der Effekt, dass weniger investiert wird durch die Ölindustrie? Ölindustrie in den USA hat massiv investiert in neue Förderkapazitäten. Und das gleicht man natürlich Tick für Tick dann auch ab mit dem Ölpreis. Eine Ölpreisentwicklung und fallender Ölpreis kann weniger Kapitalinvestitionen der Ölindustrie bedeuten, was dann auch wiederum das Bruttoinlandsprodukt senkt. Sowas, wie wir es jetzt gesehen haben, ist eben doppelt negativ, weil wir durch Corona Kurzarbeit in den USA haben. Da gibt es ja keine Kurzarbeit, aber jetzt eben durch den staatlichen Rettungsschirm hat man auch das eingeführt. Aber viele Menschen verlieren ihren Job. Und da bringt es dann auch nichts mehr, wenn man günstiger tanken kann. Also dürfte hier netto der Effekt dieser stark gefallenen Ölpreise negativ sein für die US-Ölindustrie. Und am Rohstoffmarkt sagt man, dass tiefe Preise nur durch eines geheilt werden können, also dass ein Überangebot und tiefe Preise, die daraus resultieren bei Rohstoffen, werden durch tiefe Preise geheilt, wenn ich mal so will. Ja, wenn man sagt, okay, tiefe Preise sind schlecht für die Produzenten. Und das ist der typische Schweinezyklus am Rohstoffmarkt. Wenn also der Ölpreis bei $150 ist, dann machen sich die Leute auf die Suche nach Ölquellen, die vielleicht in der Vergangenheit zu Preisen von $60 nicht rentabel abgebaut werden konnten, die dann aber, wo man dann eben noch an Öl kommt. Preise, die eben so sind, wie sie jetzt waren, zeitweise negativ im einstelligen Bereich, sind das beste Mittel, um eben Produzenten dazu zu zwingen, weniger zu produzieren. Es gab auch im Fracking-Bereich mehrere Insolvenzen. In der Germany 30 bisher jetzt mit einem gewissen Short Squeeze. Das ist kein Boden bisher. Das ist nur lediglich ein Impuls aufwärts, also die 1 aus einem 1, 2, 3. Und zu einem Boden gehört ja nicht nur eine 1, sondern eine 1, 2, 3. Also auch die 2, der Rücklauf, wo der Markt ein Unvermögen zeigt, ein tieferes Tief auszubilden. Und wir brauchen dann die 3. Ein höheres Hoch über dem Ende des Impulses 1. Und wenn man das weiß, dann weiß man auch, dass das eben ein Boden
Bis der entsteht, braucht es Zeit. Und so ist man eben erstmal am Beobachten. Das ist auch das, was man eigentlich in der Mehrheit der Fälle tut. Wenn man tradet, dann tradet man nicht, sondern beobachtet und wartet auf sinnvolle Einstiegspunkte. Das ist zeitintensiv, sehr zeitintensiv sogar. Weshalb es sinnvoll ist, auch mit Preisalarmen zu arbeiten. Weil bis der Punkt, der interessant ist für mich, an dem ich interessiert wäre zu handeln, erreicht ist, das kann ja wie bei SAP, das hätte ja auch nochmal 2 Tage dauern können. Sagt ja niemand. Da kann ich natürlich jetzt entscheiden, ich setze mich jetzt 2 Tage davor und warte, bis der Punkt kommt. Bin dann vielleicht schon halb eingeschlafen und dann nicht mehr in der Lage, schnell zu reagieren. Kann ja alles passieren. Ja. Also Ressourcen, eigene Ressourcen damit haushalten und Preisalarme ermöglichen eben genau das zu tun. Und ihr könnt auch Kommentare bei Preisalarmen eintragen, so bei SAP zum Beispiel. Bei dem Preisalarm 167 könnte man schreiben einfach 1 aus 1, 2, 3 Top, Fragezeichen zum Beispiel. Ja, oder entsteht 1, 2, 3 Top. Das muss ja kein Aufsatz sein. Man kann sich ja seine eigenen Codewörter überlegen oder wie auch immer. Und jetzt ist die Frage, kriegen wir hier ein tieferes Tief auf Tick-Basis? Ja, auf Schlusskursbasis bisher nicht. Im Germany 30 und SPX, das ist hier nicht wirklich impulsiv. Im Germany 30 schon, ja, das ist ein schöner Impuls. Das ist eine 2. Aber der SPX, der krebst so ein bisschen einfach wieder an diese Marke zurück. Das ist nicht impulsiv. Heißt nicht, dass das nicht das Tief sein kann, aber ich schaue dann eben nach 1, 2, 3 Mustern, die auch sauber aussehen. Und die 1 sollte ein Impuls sein. Und die Impulsgröße und Impulslänge entscheidet, wo dann mein 61er ist, mein 100er, 161er, 261er, 423er, 581er. Umso stärker, ist ja logisch, der Impuls 1 ist, desto höher sind dann daraus ableitbare Ziele dann auch. Ja. Das geht bis hin zu der Punkt 1, der Impuls 1 ist zu extrem. Ja. Also wenn der Impuls 1 schon 100% Steigerung ist in der Aktie, dann muss man halt gucken, ob da nochmal 61% draufkommen, ja, ob das realistisch ist. Also muss alles irgendwo so ein bisschen ein Maß und ein Ziel haben. Aber dennoch Germany 30 jetzt mit einem 1-2-3 Tief. Ja. Unbestätigt, weil der SPX maximal einen Impuls 1 jetzt hier laufen hat. Also insofern heikles 1-2-3, aber es ist eins da.
Hugo Boss ist bei der 2243 und Punkt 1 aus dem 1-2-3-tiefen 4-Stunden-Chart, Petra. Da kann man jetzt das gleiche Spiel machen, dass man also hier ist ein Support, hat man festgestellt im 4-Stunden-Chart. 2243, das ist auch im Chartforum dieser Chart. Und hier kann man dann gucken im 2-Minuten-Chart zum Beispiel oder 1-Minuten-Chart, ja, wird das bullisch abgeschlossen. Das sieht man hier bei Hugo Boss, 1, 2, 3, ist da. Es wurde hier schon davor schon, da war eine 1 und dann kam aber keine 2 und jetzt haben wir hier einen Impuls 1, 2, 3. Ja? Also ist Boden entstanden, der Boden, der große Boden bestätigt durch ein kleines 1, 2, 3 tief bei Hugo Boss. Und da kann man jetzt auch wieder im 1-Minuten-Chart diesen Impuls hier abmessen. Sagen, ich nehme hier Extensionswerkzeug und die 1,61er ist hier schon erreicht jetzt worden. Ne? BMW-Quartalszahlen, minus 3,7% bei BMW. 4-Stunden-Chart, 1, 2, 3... tief, Extension 61er ist erreicht. Wir sind auf dem, ja, im Moment in Richtung abwärts unterwegs. 48,78 wäre eine Marke, die man jetzt als Preisalarm wieder einstellen kann. Oder 56,30 oder 31 hier auf der Oberseite. Alles, was dazwischen ist, da kann man jetzt natürlich mit kleineren Zeitebenen und neuen Fibos, die man hier zum Beispiel findet, arbeiten und so weiter. Aber ansonsten ist die BMW jetzt hier in der Mitte von der Bewegung. Und wenn man wirklich die großen Marken sich interessiert dafür, dann hat man eben diese beiden als nächste handelbare Marken aus diesem 1, 2, 3. Ansonsten besteht da jetzt von dem her betrachtet kein Bedarf für irgendwas. Deswegen Preisalarm rein und dann geht es weiter mit denen, Aktien, die eben in Play sind, weil eben eine große Marke gerade angehandelt wird. Wie es bei SAP jetzt eben der Fall war, wo wir die 100er hatten, haben da den Abwärtsimpuls per Gap Down und haben in 1, 2, 3 das bestätigt und machen jetzt hier so eine Serie aus tieferen Tiefs. Ja, also da ist die Kombination Widerstand, große Ebene. Und auf der kleinen Ebene, dann 1, 2, 3, ist da erfolgt. Germany 30 bestätigt hier seinen Boden bei 10, 6, 86, 88, erreicht die 61er. SPX macht den Rücklauf, ist an der 100er abgeprallt. Nun muss man hier mal gucken, wenn wir jetzt hier über das Impuls hoch hier drüber gehen, kann man schon diese ganze Bewegung hier als Impuls sehen, auch wenn es nicht ideal ist, aber dennoch. Zur Risikobemessung, Validierungslinie für Abwärtstrend intakt wäre jetzt 2,886 im SPX. Wenn wir da also drüber gehen würden, hätten wir ein unschönes 1, 2, 3 Tief, aber es wäre ein 1, 2, 3 Tief da. Ja, das erst hier so mit einer Seitwärtsbewegung und dann halt so Short Squeeze mäßig nach oben. Das ist also so zweiteilig, die ganze Geschichte hier. Ansonsten, wenn wir hier drunter bleiben, kann es auch sein, dass hier Short-Positionen, Eindeckungen gelaufen sind und ist das dann auch wahr. Also wir haben kein 1, 2, 3 Tief im SPX. SPX ist ein Indikator für den Germany 30, dann mehrfaches des Volumens auch zu dieser Zeit schon im S&P Future gehandelt werden als im FDAX. Und wenn der Germany 30 da was bastelt, wie dieses 1, 2, 3 Tief, das eben nicht bestätigt ist durch den SPX, dann gibt es zwei Varianten, was jetzt passieren kann. Entweder der SPX bastelt auch eins, was immer noch ein unschönes 1, 2, 3 wäre, aber würde jetzt dann auch über 2,886 drüber gehen und bestätigt dann die Prophezeiung des Germany 30, der das schon vorwegnimmt. Oder es kann halt auch ungut ausgehen, dass also es den SPX zusammenfaltet. Und der SPX hier auf neue Tiefs geht, zum Beispiel auf die 2,61er.
Und das kann dann im Germany 30 zu zwei Sachen führen. Entweder Germany 30, der hält die ganze Marke, geht vielleicht noch einmal an das vorbörsliche Tief zurück, was der Punkt 2 ist, und hält den Boden, auch wenn der SPX auf ein tieferes Tief gehen sollte, zeigt also relative Stärke. Oder es zerlegt eben im Germany 30 auch dieses 1, 2, 3. Ideal ist es, wenn man auf beiden Seiten, also im S&P und auch im Germany 30, die gleiche Signallage vorliegen hat. Weil so wie wir sitzt jetzt jeder davor, sagt sie, okay, das ist also so ein bisschen für jeden was dabei. Und das ist halt diese mangelnde Überzeugung, die wir gestern auch schon im Handel hatten, die wir im asiatischen Handel hatten. Manche Indizes sind positiv, manche negativ. Ist also ein bisschen was für jeden geboten. Aber richtig Zug ist halt nicht dahinter. Das drückt sich auch ein bisschen in dem aus, was wir hier jetzt am Chartbild haben. Und die richtig starken Bewegungen kommen halt zustande, wenn zum einen Momentum da ist. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt in der höchsten Ausprägung vorhanden aktuell. Also Momentum, es geht recht schnell in der Signalentwicklung. Zack, 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 ist der Trend da. Und dann wird aufgebaut, höheres Hoch, höheres Tief. Ja. Und wenn sich das gegenseitig bestätigt, die Signallage also klar ist. Weil dann kann ich halt als Trader, außer ich ignoriere halt alles und handle irgendwie aus dem Bauch raus, dann ist sowieso alles unabhängig von dem, was am Markt passiert. Aber wenn da die Signallage für die, die eben auf den Chart schauen, klar ist, ja, es bestätigt sich, das Momentum da, dann handelt auch jeder, macht auch jeder das Gleiche. Und nicht so wie es jetzt ist, halt so ein bisschen was für jeden dabei. Und jeder macht halt ein bisschen was anderes und so verstärkt sich das halt, dass es eben alles so ein bisschen wenig überzeugend dann eben auch die Bewegungen werden. Ja, sollte klar sein. Deswegen macht es halt Sinn, auf eine ideale Signallage im Zweifel auch zu warten. Das soll es gewesen sein für den Moment. 9.56 Uhr hier am 6.5. Ich bin um 15.15 Uhr wieder da mit dem CMC Markets Barbecue. Wir brauchen noch ein paar Tage für unseren neuen Kollegen Konstantin Oldenburger ist wieder zurück mit den Elliott-Wellenanalysen. Es ist angedacht, dass er die Nachmittagssendung übernimmt. Das wird auch in den nächsten Tagen der Fall sein. Spätestens Anfang nächster Woche wird er die Nachmittagssendung dann übernehmen mit Analysen aus Sicht der Elliott-Wellen. Also noch mehr Fibonacci und Wellenzählungen dann von Konstantin Oldenburger. Ich freue mich da sehr, ihn wieder zurück zu haben und ihn auch wieder im Programm zu haben auf CMC TV. Das ist sehr schön, wie ich finde. Und ich mag Elliott Wellen sehr, weil Elliott Wellen in der Lage sind, halt dann doch gewisse Bewegungen und Szenarien, die man mit traditioneller Charttechnik nicht sehen kann, abzuleiten. Also von dem her sehr, sehr interessant. Und das dann in den nächsten Tagen auf CMC TV. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und wir sehen uns, wenn ihr wollt, dann um 3:45 wieder zum Barbecue. Bis dahin. Ciao, ciao.